Was geht ab, Modern Sea Fighter, aus der hier. Und tschüss. Nein, Quatsch. Und zwar kurze Information. Ich habe das Team-Rating-Video der letzten Woche natürlich nicht vergessen. Unter der Woche war nur sehr viel los. Da habe ich mir überlegt, ich bringe das Team-Rating-Video der letzten Woche zusammen mit dem diese Woche online. Heißt, diesen Samstag-Sonntag könnt ihr euch freuen für das Team-Rating-Video 21 plus 22. Daher sendet wie jeden Freitag auch heute eure Teams ein. Und nun viel Spaß mit dem Video. Und ich bin total im Dragon Ball Legends Hype. Deswegen gibt es heute meine allerersten Summon für das Game Dragon Ball Legend ist ja weltweit erschienen. Ich freue mich schon richtig drauf auf jeden Fall, denn wir haben hier vier Multisum, den ersten Grad, was heißt gratis, den ersten reduzierten Single-Sum. Wir wissen, jeden Tag könnt ihr einmalig, hier steht schon dran, ein Single-Sum quasi machen für 20 Chrono Crystal Zeitkristalle statt 100. Und dann haben wir sogar noch den GSR-Ticket, wenn ich das so sagen darf. Da bekommen wir garantiert einen Sparking Unit. Ich bin ja echt gespannt, was wir heute pullen werden. Ich gehe mit allem rein, aber erstmal aus vorweg die ganz kurzen Informationen zu dem Banner selbst. Nämlich das Banner selbst ist noch online. Beziehungsweise schauen wir uns erstmal die Charaktere an, haben wir uns vertippt. Wir haben hier natürlich Sparking Super Saiyan 2 Goku dabei. Und dann haben wir hier noch weiter Sparking Vegeta. Sparking Vegeta will ich auf jeden Fall haben. Ihr seht schon hier dran, das ist ein Ferntyp-Angriff. Heißt Fernkampfattack, macht er mehr Schaden. Das ist so quasi, wie sie kategorisiert werden. Goku ist auch Fernkampf. Und dann haben sie auch Elemente. Das ist ein bisschen zu vergleichen, beziehungsweise der Typen Vorteil und Nachteil ist Gott sei Dank wie in Dokkan. Heißt, wenn wir das hier als Int-Charakter sehen, die Farben sind auch gleich, dann ist Int effektiv gegen Tech, aber ein Typen Nachteil gegen physisch und so weiter und so fort. Zwei weitere Elemente gibt es dennoch. Ich nenne sie mal Weiß und Schwarz. Weiß ist quasi neutral, beziehungsweise effektiv gegen Schwarz, und Schwarz ist dann neutral gegen alles andere, wenn ich das so richtig verstanden habe bis jetzt. Wenn nicht, schreibt es mir in die Kommentare. Und ansonsten, genau, haben wir noch Piccolo. Piccolo wirklich eines der besten Sparking Units momentan im Game. Paikorn hätte ich auch gerne, wäre gar nicht mal so schlecht, aber Vegeta wollen wir auf jeden Fall. Pan ist wirklich eine sehr gute Supporterin, hier steht es auch dran, Unterstützungstyp. Und bei Piccolo stand quasi dran Verteidiger, also ist ein Tank. Und Paikorn ist der Damage-Stealer, wenn ich das so sagen darf. Er ist quasi ein Schlagangriffstyp. Genau, diese Sparking-Charaktere gibt es, von denen hätte ich wirklich lieb gerne Vegeta natürlich. Aber wir werden sehen, was wir daraus pullen. Ganz kurz zu den Raritäten. Sparking, wenn wir das mit Dokkan vergleichen dürfen, dann ist Sparking ein SSR-Charakter, der aus dem Banner droppt. Extreme ist ein SR-Charakter und Hero ist ein R-Charakter. Und ihr merkt schon, hier sind nur 5 SSR-Charaktere, beziehungsweise sagen wir es mal so, wie es auch ist, Sparking-Charaktere. Und die haben eine 5%ige Chance zu droppen. Es sind 5 Charaktere, also zu 1% kann ein Sparking-Charakter droppen. Bin mal gespannt, ob wir hier was ziehen. Aber zum Anfang, wegen den Uhrzeiten. Das Banner ist noch online bis zum 6. Juli. Oh Gott, 6. Juli. Das ist noch ein bisschen lange. Und zwar 8 Uhr CET, CET, Central European Time. Da bombt man eigentlich eine Stunde drauf. Dann sollte das 9 Uhr morgens bei uns der Fall sein. Ich hoffe, bis dahin kommt schon ein neuer Banner. Weil Juli dauert schon auf jeden Fall lang. Wenn bis Juli nur dieser Banner online ist, könnte es ein bisschen langweilig werden. Aber ich würde sagen, lange geredet. Jetzt tun wir mal Summon, die ersten Dragon Ball Legends Summon. Wir fangen an mit den ermäßigten Single Summon. Und ich freue mich auf jeden Fall auch auf die Animationen. In Animationen habe ich wirklich alles gesehen. Da geht irgendwie alles. Ich bin echt oft gespannt. Ich kenne mich mit den Animationen auch nicht so gut aus. Deswegen schauen wir, was hier abgeht. Okay, die Animation sieht ganz langweilig aus. Da ist kaum was passiert. Aber ich meine, selbst das sieht geil aus. Ja, selbst das sieht geil aus. Aber da kann auf jeden Fall noch sehr viel Hype und Shit passieren bei den Animationen. Anyways, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat und wenn ihr auch im Dragon Ball Legends Hype seid und mehr sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Like da, beziehungsweise klickt auf den Abo-Button, falls ihr hier neu an der Stelle seid und quasi euch das Ganze gefällt und ihr nichts verpassen wollt. Guldo ziehen wir an der Stelle, Hero Unit, also R-Charakter Guldo, Enter Legend Guldo. Die Animation von den Karten sind wirklich sehr, sehr cool. Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, man kann mit denen gewisse Sachen machen, Faxen machen. Werden wir uns alles detailliert im Nachhinein sehen. Jetzt würde ich sagen, wir machen erstmal die vier Multisum und dann gucken wir, was wir daraus ziehen. Und erst dann hoppen wir rüber zu dem garantierten Sparking. Also garantiert einen ziehen wir auf jeden Fall. Aber aus vier Multisum bin ich gespannt, ob wir da weitere ziehen. Seid ihr bereit? Ich bin es auf jeden Fall. Let's go. Wir klicken hier den noch auf Serienbeschwörung. Das ist quasi ein Multisum, 10 Charaktere. Oh mein Gott, jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt, was hier abgeht. Komm, gib uns eine geile Animation. Gib uns eine geile Animation an der Stelle. Like legit gar nichts, nicht mal ein Pot ist geflogen, kein Dragon Ball, gar nichts. Oh Gott, oh Gott. Bitte schäft uns nicht, wir machen hier die ersten Summons, schäft uns nicht. Aber das sieht total nach einem Schäft aus, wenn ich ehrlich bin. Wenn wir jetzt noch gegen... Okay, ist immerhin unentschieden. Naja, es gibt dann noch, wenn der Charakter so kommt, von links nach rechts. What you're seeing now is my normal state. Wenn er schräg von der Seite kommt, ist ein Extreme-Charakter. Wenn er von entweder unten nach oben oder oben nach unten kommt, dann ist es ein Sparking-Charakter, genau. Aber ihr wisst jetzt auch nicht, dass ich Videos gerade sehen.
Habe ich das gerade übersprungen oder hat sich das Ding verwandelt? Hä? Ihr merkt schon, ich kenne mich damit total auch nicht aus, aber es sah so aus, als hätte sich das Ding verwandelt. Egal, anyways, unser erster Sparking Unit, Super Saiyan Goku. Super Saiyan Goku nehme ich auf jeden Fall an. Aber es hat irgendwie so angesehen, als hätte sich das Ding verwandelt. Wir werden es gleich sehen. Das ist Extreme Type. Wir werden es gleich sehen. Wir werden es nämlich gleich sehen. Weil, wer kam vor Goku? Wer kam vor Goku? Dann werden wir das quasi betrachten, ob sie verwandelt hat oder nicht. Ich glaube, Goku war der dritte Charakter oder nicht. Shit, was war das bitte? Also sie kommt von rechts unten nach links oben. Die Extreme Types, okay. Und hier von links nach rechts, alles klar, die Heroes. Nein, die hat sich legit verwandelt. Was? Das war ein totaler Bait. Also diese Animation war mir total neu. Dass das Ding sich währenddessen quasi verwandelt und die Richtung ändert und ein Sparking Unit kommt. Umso geiler war der Pull an der Stelle. Unser erstes Sparking Unit, richtig cool. Kakarot hier, Kakarot. Richtig geil. Und wir können die Animation machen. Ich glaube, bei dem ist genau, wenn ich mein Tablet bewege, dann wird er zum Super Saiyan. Geil, 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 geil. Habt ihr auf jeden Fall schon Spaß mit Dragon Ball Legends? Ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß mit dem Game. Also wirklich bei allem Respekt, das Spiel macht echt Bock. Wir haben gerade gesehen, Chaozu hat da quasi so einen Limit Break gemacht. Es ist nämlich so, wir sammeln hier von den Charakteren Siegkräfte. Und wenn wir ein bestimmtes Level, bestimmte Grenze, bestimmte Anzahl an Siegkräften für einen Charakter gesammelt haben, dann erfahren wir ein Limit Break. Okay, das ist dann viel mehr Platz. Wir gehen sogar in Super Saiyan, wir gehen sogar in Super Saiyan. Und so Limit Breaks sind quasi, das sind die Dupes, die verwertet werden. Euer Charakter wird dementsprechend stärker und stärker. Okay, das ist jetzt, by the way, auch Golden. Und? Let's go! Oh mein Gott, also der allererste Pool, der hat mich total... Das war der... Jawohl, wir gewinnen hier auch noch. Bitte, ist das noch ein Sparking Unit? Sieht das so aus? Ja! Oh mein Gott! Krank wäre, wenn wir einfach alle ziehen aus den vier Multis. Oh, wo Paikuhan! Direkt, komm, kommt da noch irgendwas anderes in dem Multi. Ey, die Animationen, ihr merkt schon, die sind richtig krank. Die sind brutal, die Animationen. Vor allem dieser Bait von Anfang, der geht nicht aus, der verschwindet nicht aus meinem Kopf. Das habe ich natürlich zum allerersten Mal gesehen. Einfach ein Bait, ja, wurde ein Hero-Charakter zum Sparking-Charakter. Aber hey, Goku und Paikuhan haben wir schon an der Stelle. Richtig cool. By the way, ich habe mir auch Free-to-Play, was heißt Free-to-Play, den Sparking Genkidama Goku geholt. Den kann man sich Free-to-Play holen. Falls ihr nicht wisst, wie, ich habe dazu ein Video gemacht. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen. Ihr könnt euch ganz durch abchecken. Und dann könnt ihr euch den Genkidama Goku, den Sparking Unit, auch auf jeden Fall an der Stelle holen. Aber geil. Geil, 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 geil. Paikuhan, was? Grenzüber was auch immer. Ich nenne es Limit Break, okay? Dieses Grenzüberwachung oder whatever das heißt. Ich habe es vergessen. Überwachen oder so, was es auf Deutsch ist. Ist das, was ich meinte mit den Siegkräften, ja? Wenn wir da Duplikate holen, Dupes holen, dann werden sie direkt gefeedet in einen Charakter. Und ihre Sets etc. können steigen. Ihr seht schon, oh mein Gott, die Pulse haben mich total hier mitgenommen. Aber bei Paikuhan ist geil, die Animation. Schaut mal her. Ich glaube, man muss auf den Hintergrund klicken, oder? Was muss ich da machen? Oh mein Gott. Gogeta. Richtig geil. Zwei Sparking Units haben wir schon. Oh mein Gott. Geil. Let's go. Zwei Multisam haben wir noch an der Stelle auf jeden Fall. Und dann quasi haben wir noch... Wir haben ja noch einen garantierten Sparking Unit. Bekommen wir ja noch. Und zwar durch den garantierten Ticket. Den Ticket. wieder sehr viele Pots. Gehen wir Super Saiyan? Na, leider nicht. Das Ticket bekommt ihr, by the way, auch aus der Mission. Ist auch im Video von Genkidama Goku. Ihr müsst da drei... wir gewinnen hier. Drei Online-Matches gewinnen, dann bekommt ihr das Ticket. Das sieht... Rot? Rot hatten wir noch nicht. Ey, was ist mit den Animationen los? Wir sind zwar nicht in Super Saiyan gegangen, aber... Eigentlich sollten wir das gewinnen, so wie es aussah. Yes, wir gewinnen. Komm schon. Komm schon, noch ein Sparking Unit. Was für Animationen hatte die? Also ich habe wirklich sehr, sehr viele Animationen gesehen, aber ich sehe jeden Tag irgendwie neue. Letztes habe ich erst gesehen, dass die Jangboards da erschienen sind. Dann habe ich mal gesehen... Okay, Napp hatten wir noch nicht. Da habe ich... ja, wer ist es? Ja, Vegeta, oh mein Gott. Wir haben in jedem Multi, wir sind ein Sparking Unit und dann auch noch Vegeta. Ihr seht es, euer Boy, wenn es in irgendeinem Spiel so Sachen gibt, wo man was pullen kann, so ein Gacha-System, euer Boy Osiris ist komplett durch den Wind, der will da alles. Oh mein Gott. Haben wir bis jetzt gut gezogen, ey. Auf jeden Fall. Oh mein Gott, aber zu den Animationen. Echt geil. Zu den Animationen, letztens hat ein Kumpel gesagt, was er letztens vorhin, dass bei ihm Tau Bye Bye so... vorbeigeflogen ist, also wirklich, bei der Animation geht sehr, sehr viel, vor allem der Bait am Anfang, aber ey, oh mein Gott,
Was sind das für Puls? Also bitte. Also bitte. Hier bekommt noch jemand einen Limit Break. Stop Chowser. Nee, Yamcha. Oh, insane. Lass mir mal ein Vegeta anschauen. Let's go. Lass mir mal ein Vegeta anschauen. Komm schon. Bis jetzt waren jeden Multisummer ein Sparking Unit. Halleluja. Oh mein Gott, dieser Vegeta sieht geil aus. Was muss ich bei dem machen? Er ist die Sache. Oh, okay, auch so. Ja, okay, nice. Oh. Das sieht geil aus. Nein, warte. So. Nice. Let's go, kommen wir zum nächsten Multi. Ja, die ganzen Bilder können da mal weg an der Stelle. Letzte Multisum, Freunde, wenn ihr Bock habt, joint einfach mit in dem Group-Sum quasi. Ich mache Multisum, ihr könnt in jedem Spiel eurer Wahl irgendwas raus und was ihr wollt, ein Sing-Sum, sei es egal, irgendwas, Free, Friends sammeln. Und dann zeigt mir eure Pulse auf jeden Fall in den Kommentaren, aber lieber besser auf, wie drei Pots, auf Twitter oder Discord oder Instagram könnt ihr mir gerne ein Screenie senden. Was passiert hier? Kriegen wir noch ein Sparking-Unit oder verlieren wir hier... okay, rot. Okay, ich glaube, rot ist sehr, sehr gut. Wenn die Schrift rot ist, ist es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber was passiert an der Stelle? Okay, ist neutral. Schauen wir mal. Wir hatten bis jetzt sehr, sehr viel Glück. Also, drei Sparking-Units aus. Wie viel hat es da? Fünf, glaube ich. Und es fehlen nur noch Pan und Piccolo. Und dann ist legit GG. Und einen können wir noch ziehen. Da bin ich wirklich gespannt, den wir da ziehen aus dem Ticket. Aber ey, ich finde... den Vegeta hatten wir nicht. Nice. Aber ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem, was wir heute gezogen haben. Also, bei allem Respekt, das war ja richtig gut. Vor allem der Bait, also der Bait aus dem ersten Multi, der geht mir echt nicht raus. Und entweder habe ich das falsch gesehen oder es war echt legit ein Bait. Keine Ahnung. Aber ich glaube, hier ziehen wir nichts. Sei es drum, hier haben wir keinen zweiten Unit gezogen. Wir bekommen ja dennoch einen. Dann hoffe ich, das Ganze hat euch gefallen. Wie gesagt, weil ich bin total im Dragon Ball Legends Hype. Ich würde sagen, auf zum letzten Sparking Unit. Eure Prediction, was ziehe ich hier? Ich hoffe dann natürlich entweder auf... Also, ein zweiter Charakter, Dupe, wäre nicht verkehrt, nehme ich gerne an. Aber ich hätte natürlich einen anderen Charakter, um ein bisschen Vielfalt zu haben. Also entweder, ich glaube, ein Zähler hat legit nur noch Piccolo. Piccolo und Pan. Warte, wir schauen mal gleich nach und schauen, wer uns das halt legit noch fehlt. Let's go, schauen wir mal. Und ja, krass. Was war das für ein geiles Video. Let's go, wir ziehen noch unseren letzten... Sparking Unit an der Stelle mit unserem Ticket und dann bin ich gespannt, wer das ist, beziehungsweise welche Animation wir bekommen. Komm schon, auf. Yeah, das soll ich sagen, auf dem zerstörten Planet Namek. Wir gehen auch in Super Saiyan, let's go. Mal schauen, was hier abgeht. Wir wissen, es ist garantiert ein Sparking Unit. Ich hoffe, also, was heißt hoff? Piccolo oder Pan wäre nice. Piccolo wäre wirklich nice. Piccolo ist wirklich sehr, sehr gut momentan. Also, er ist wirklich sehr insane, sehr, sehr gut. Oh! Der ist. Aua! Ich glaube, das war auch neu. Der ist ja legit am Verrecken gewesen. Wer ist es? Yo, Mann, was geht ab? Was? Einfach jeden gezogen außer Pan. Also das war doch mal ein sehr, sehr guter Einstieg in Dragon Ball Legends. Vor allem für das erste Summon-Video. Also mir hat das auf jeden Fall sehr, sehr gefallen. Ich hoffe dementsprechend euch auch. Meine lieben Freunde, wenn ja, gebt den ganzen ein Like und freut euch auf jeden Fall auf mehr von Dragon Ball Legends. Ich verabschiede mich für dieses Video und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace.